Berlin in der Nähe des Reichstages. Die Grenze zwischen Ost und West, scharf bewacht. Doch hier das Zeugnis einer Flucht. Ein ausländischer Tourist filmte vor kurzem zufällig diese Szenen. Die vier DDR-Flüchtlinge, drei Männer und eine Frau, waren zunächst unbemerkt über Dächer und Zäune bis an den östlichen Uferrand gekommen. Doch die Spree gehört hier in voller Breite zu Ost-Berlin. Am westlichen Ufer beobachten zahlreiche Touristen die Flucht. Auf einem Schnellboot nähern sich bewaffnete Grenzsoldaten. Die drei jungen Männer haben das Westufer erreicht. Nur der flüchtenden Frau fehlt kurz vor dem Ziel die Kraft, sich an der Ufermauer hochzuziehen. Später berichtete sie: Na, ich habe gedacht, der kann doch nicht einfach schießen, weil er eben gesagt hat, er schießt. Er hat die ja richtig angeladen und gesagt, ich soll rauskommen. Aber ich wusste eins noch, wenn ich jetzt aufs Boot zurückgehe, ist aus, denn schaffe ich es überhaupt nicht. Also bin ich im Wasser geblieben, habe gewartet, erstmal abgewartet. Ja, und dann hat der eine meine Hand genommen und hat gesagt, jetzt kannst du sowieso nicht mehr schießen, die Hand ist schon im Westen, und hat mich dann rausgezogen. Und dann sind sie gerannt mit mir, weil ja das Stück nach Osten gewesen ist. Es ist alles okay. Der hat die Waffe auf uns angelegt, der hat, das Schwein. Wir ja, aber wussten doch, er schießt. Wir dachten, er schießt auf uns. Ja, viele, die nun raus wollen, die machen nun vielleicht Ausreiseanträge oder stellen die Ausreiseanträge und sehen, dass dann eben viel geredet wird und sich nicht tut. Manche haben 3 bis 4 Ausreiseanträge, manche warten 7 bis 10 Jahre und da ändert sich nicht. Jetzt ist es so weit, dass politische Anträge überhaupt nicht mehr angenommen werden. Also praktisch nur noch Familienzusammenführung. Und das wird dann halt immer schlimmer. Auch wenn man sich jetzt mit verschiedenen Leuten unterhält in Kamorgstedt, dann kommt man eigentlich irgendwann immer darauf zu sprechen, wieder auf. Na, wir wollen raus, wir kennen ja raus. Und die Unzufriedenheit, die dann immer größer wird, wenn dann jemand 7 Jahre wartet, dann immer wieder nachfragt, wie das ist mit dem Antrag, ob der bearbeitet ist oder nicht bearbeitet ist, und immer wieder kriegt man gesagt, es ist nichts, ist nichts. Na, irgendwann sagt man sich dann, da müssen sie einen anderen Weg geben, hier rauszukommen, und dann wird sowas versucht, dann so eine Flucht. Sie hatten Glück. Dieser 18-jährige Mecklenburger dagegen wäre beim Durchschwimmen der Elbe fast ums Leben gekommen. Er wurde angeschossen. Immer was hier in der Zeitung steht und so, von 4 Schüssen, das ist nicht wahr, da sind mehr gefallen. Denn als ich rüber war, ich meine, wir haben jetzt keine Karte hier, sonst konnte ich das mal ganz genau zeigen, da ist die Elbe und genau ohne Kurve, da sind so ein paar Inseln gewesen. Und das war mein Pech, ne? Ansonsten ist die Elbe, hätte ich kein Problem gewesen, 17 Meter breit, ne? Und da war der Graben erst von der Elbe noch 20 Meter breit und da kam diese Insel, da musste ich rüber, das war noch bei uns das Gebiet, ne? Und hinterher kam erst die richtige Elbe. Fluchten aus der DDR sind nach wie vor gefährlich. Hier am Berliner Grenzübergang Checkpoint Charlie kletterte ein 18-Jähriger über dieses Hausdach, hangelte sich am Lüftungsrohr herunter, rannte über den Hof und sprang dann über die an dieser Stelle niedrige Mauer. Warum riskiert jemand sein Leben, um aus der DDR rauszukommen? Tja, weil an den Verhältnissen drüben sich nichts ändert. Es ist auch in absehbarer Zeit absolut nicht möglich. Also es ist nichts abzusehen, dass sich irgendwas ändert. Und ich hatte, wie gesagt, man kann es wirklich auf Deutsch gesagt, ich hatte absolut die Schnauze voll. Ich wollte dort unbedingt raus, der Weg war mir egal. Und so wird es wahrscheinlich den anderen auch gegangen sein. Also nichts wie raus. Raus aus der DDR mit allen Mitteln. Nahezu täglich kommen derzeit die Meldungen über geglückte, aber auch gescheiterte Fluchten. 3 Arbeiter aus Potsdam durchbrachen mit einem LKW die Grenze auf der Glienicker Brücke. Misslingt die Flucht, drohen mehrere Jahre Gefängnis. Viele Fälle bleiben unbekannt. Knapp 7000 DDR-Bürgern gelang im vergangenen Jahr die Flucht, oft über Drittländer. Die besonders riskanten Durchbrüche an der deutsch-deutschen Grenze sind bis zur Mitte der 80er Jahre immer mehr zurückgegangen. 1985 waren es 160. Seitdem steigen die Zahlen jährlich. Allein schon in den ersten 9 Monaten dieses Jahres waren es 330 geglückte Fluchten.
Aus ihrer Ostberliner Wohnung gelangte eine 23-Jährige versteckt im Autobeifahrersitz in den Westen. Warum riskiert man sowas, um die DDR zu verlassen? Also ich persönlich habe unter anderem die Erfahrung gemacht in dem Krankenhaus dort hinten, wo ich gearbeitet habe, dass man nicht nach der beruflichen Qualifikation bewertet wird, sondern danach, was man also für eine politische Haltung hat. Ja? Und wenn man die gewünschte politische Haltung zeigt, dann kann man dort auch weiterkommen. Ist das ein Problem, das auch andere haben oder nur ihr persönliches? Auf jeden Fall. Also in meinem Freundeskreis zum Beispiel ist das ganz extrem zu verzeichnen. Ja? Die haben alle diese Probleme. Wenn man irgendwas bewirken will, muss man schon die gewünschte politische Haltung zeigen. Sonst passiert da überhaupt nichts. Wie erklären Sie sich denn, dass die Zahl der Fluchten aus der DDR so sprunghaft angestiegen ist in letzter Zeit? Ich glaube, dass das daran liegt, als der Gorbatschow zum Parteichef gewählt wurde, haben die Menschen in der DDR unheimlich aufgeatmet. Ne? Alle haben angefangen, wieder zu hoffen, dass irgendwas passiert. Und in allen Ländern ringsum ist auch was passiert. Zwar wenig, aber es ist was passiert. Nur die DDR blieb stehen. Ne? Da passierte überhaupt nichts. Dann kam diese Hoffnungslosigkeit wieder. Und der Zeitpunkt des geduldigen Wartens ist einfach überschritten. Dass die Leute sich sagen, jetzt muss ich weg. Jetzt kann ich nicht mehr länger warten. Ich bin auch jung, verdammt nochmal. Ich habe das Leben noch vor. Und ich will noch was machen mit meinem Leben. Ne? Wie würden Sie denn derzeit die Stimmung in der Bevölkerung in der DDR beschreiben? Sehr gespannt. Ich glaube, wenn da nicht bald was passiert, dann, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass die DDR immer leerer wird. Die müssen sich was einfallen lassen. Gemeint sind die Funktionäre in der Parteizentrale der SED. Doch die DDR-Führung verweigert sich der öffentlichen Diskussion. Viele empfinden die Schönfärberei als unerträglich. Es geht den Menschen in der DDR nicht mehr um die eine oder andere Verbesserung. Es geht um eine grundsätzliche Erneuerung des Systems. So sehen es auch die nach einem Zwangsaufenthalt im Westen wieder in Ostberlin lebenden Bürgerrechtler Bärbel Boley und Werner Fischer. Also auch eine ganz wichtige Erfahrung im Westen war, man hat uns eine Welt gestohlen, ganz schlicht, in der DDR. Man hält wirklich die Leute in der DDR in einer Unmündigkeit und in einer Isolation, die also fast kriminell ist. Ich denke, dass es unglaublich wichtig ist, sich für viel mehr Reisefreiheit einzusetzen, den Leuten die Möglichkeit zu geben, rauszukommen, andere Kulturen kennenzulernen, andere Gesellschaftsstrukturen kennenzulernen und natürlich wieder zurückkommen zu können. Die Zahl der Westreisen für DDR-Bürger ist zwar gestiegen, doch die Entscheidungen der Behörden, wer fahren darf oder nicht, sind undurchschaubar und willkürlich. Fluchtversuche wie dieser sind ein Symptom dafür, dass der Druck für die, die nicht dürfen, gestiegen ist. Ohne Rechtsanspruch auf Reisen für alle bleibt für viele nur der Gedanke, ganz oder gar nicht. Die Zahl der Ausreiseanträge steigt ständig. Botschaften werden besetzt, um die Ausreise zu erzwingen. Viele zur Ausreise Entschlossene haben an ihren Autos weiße Schleifen angebracht. Zeichen des Erkennens, Zeichen des Protests. Die Situation erfordert politisches Handeln. Aufrisse. So heißt die Sammlung von Texten einer Ostberliner Initiative, die eine neue Qualität von kritischer Analyse zeigt. Zu den Folgen der Isolation heißt es darin: Die Einschränkung der Reisefreiheit und Westkontakte als Teil des unsere Gesellschaft durchsetzenden Abgrenzungsprozesses ist symbolisch für die Einengung geworden, für die ängstliche Unbeweglichkeit und Vermeidung innergesellschaftlicher Konfrontationen und Vielgestaltigkeit. Unser Leben ist in der Einengung eintönig privatisiert, dumpf und provinziell geworden. Zu den Folgen gehört eine Verarmung von Kultur und Kunst, eine vergleichsweise unproduktive Wissenschaft und eine innovationsarme Technik. Die Flut der Ausreiseanträge und die jahrelange Not derer, die sie stellen, zeugen von der Verflochtenheit der inneren und äußeren Abgrenzung. Der Ostberliner Physiker Fischbeck sprach vor einem halben Jahr auf einer Kirchenveranstaltung in Dresden. Seitdem hat die Diskussion viele in der DDR erfasst. Es geht dabei nicht bloß um Reisefreiheit, sondern um die verheerenden Folgen der Abgrenzung, die gesamte Gesellschaft krank gemacht hat. In der Textsammlung Aufrisse heißt es dazu:
Es ist die mangelhafte Identifikation der Bürger mit ihrem Staat, einem System, das sie in vielen Dingen als aufgesetzt und lebensfremd empfinden, das sie oft an selbstständiger Entfaltung ihrer Fähigkeiten hindert, das sie mit dogmatischer Ideologiebildung einengt, ein System, das wirkliche Wahlen ausschließt. Und weiter heißt es? Die entscheidende Abgrenzung ist die zwischen Bevölkerung und Staatsvertretern in unserem eigenen Land. Wenn die Forderung nach Rechtssicherheit kommt, wenn die Forderung nach institutionellen Veränderungen kommt, bis hin zur Frage, was denn nun mit dem unumschränkten Machtmonopol der Partei ist, wenn die Forderung kommt, die Wahlgesetzgebung zu verändern mit Aufstellung unabhängiger Kandidaten, dann zeigt das ja genau die Richtung. Eine Richtung, die in der Sowjetunion sehr deutlich zu erkennen ist, die, denke ich, aber seit langem auch das Überlegen in den Gruppen mitbestimmt. Und dass das jetzt so zusammengefasst auf den Tisch kommt, dass die einzelnen Forderungen miteinander verbunden werden, dass gefragt wird, wie kann das unter den Bedingungen der DDR realisiert werden, das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Fortschritt. Viele Kritiker wollen sich von der bisherigen Bittstellerhaltung gegenüber der SED lösen. Die Partei ist ohnehin in innenpolitischer Passivität erstarrt. Die Oppositionellen formulieren in dieser Situation selbstbewusster als bisher ihre konkreten Vorschläge. Also wir regen an, darüber nachzudenken, ob es denn nicht nötig wäre, jetzt einmal darüber nachzudenken, eine Reform des politischen Systems in Angriff zu nehmen. Einschließlich des Wahlrechts, des Wahlsystems, beziehungsweise der Praxis, wie es bisher gehandhabt wird. Eine Öffentlichkeit herzustellen über kontroverse Darstellung von Meinung in unserer vorhandenen Presse, aber darüber hinaus auch in der Möglichkeit, unabhängige Publikationen zu gründen. Versammlungsfreiheit herzustellen, auch so eine Art Vereinigungsfreiheit. Ohne diese Reformen gibt es keine Lösung der sozialen, wirtschaftlichen oder ökologischen Probleme in der DDR. Konsequente Demokratisierung, Überwindung der Abgrenzung, das sind die Alternativen der Opposition zum bestehenden System.